Ja, denn schließlich bist du mein allerbester Freund. Was für ein beschissener Tag. Ich muss in diese Höhle da rein. Niemand kommt mit mir mit, die wollen mich absaufen sehen. Und jetzt friendzoned mich Maike auch noch. Herzlich willkommen zu Endzeit TV. Wir berichten heute live aus Hörn. Hier ist übelst kranker Regen. Es ist, weiß nicht, wahrscheinlich so ein Jahrtausendregen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Ihr habt eure Regenschirme dabei. Wir wissen, dass wir eigentlich irgendwie Kyogre, dieses mächtige Pokémon, ein bisschen besänftigen müssen und so. Aber eigentlich feiere ich das Wetter auch. Und darum gucke ich mich einfach, mal weiter um. Und mache mich auf den Weg nach Flossbrunn. Und will da halt rausfinden, ob es da auch regnet. Denn in der letzten Folge haben wir schon festgestellt, dafür, dass es so ein brutaler Sturm sein soll, der irgendwie die ganze Welt unter Wasser setzt, ist es irgendwie krass, dass es so ab Seegrassel City nicht mehr regnet. So, da regnet es doch und dahinter nicht mehr. So, Graffitport und was Malvenfroh, strahlender Sonnenschein. Aber ja, hier rund um Seneroville, Moosbach und Seegrassel ist ganz schön heftiger Regen. Und vielleicht auch in Flossbrunn. Ich will es rausfinden. Und auf dem Weg dahin haben wir auch neuen Encounter. So, Flampion steht jetzt hier auch im Regen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie viel machen kann. Dennoch wechsle ich doch gerne auf Kai, der Feuer einfach vierfach resistiert, right? Brr. Ja, was ist denn jetzt? Wie heftig ist ein Erdbeben? Hat eine 100er Stärke, Surfer hat 95. Und Kai war sowohl speziell als auch Dingens. Also, es ist völlig egal, was ich hier mache. Achso, wir sind ja auch noch im Regen, wird Surfer auch noch geboostet. Voll egal. Flampion, weiß nicht, stirbt hier 2 oder 3 Tode in einem bei der Attacke. Und vor allem auch bei dem Levelunterschied, was wir gerade leider haben. Da ich mich irgendwie ein bisschen verschätze. Aber ich glaube, diese Endbosskämpfe und so, die gehen halt dann jetzt. Die müssen jetzt langsam wirklich Level 50 gehen. Schwalbini, was willst du? Lass uns mal in Ruhe hier mit deinen Baby-Pokémon. Wir müssen aus Flossbrunn berichten. Boah. To be honest, die Jacke ist ziemlich warm. Aber das ist ja schön im Regen. Ich will jetzt hier gar nicht gegen Leute fighten. Jetzt haben wir hier eine neue Route, die 131. What the hell? Das war der übelste Schrei. Kannst du bitte vor meiner Nase auftauchen, weil einfach mein Joystick hier nicht so... Damit kann ich nicht so präzise umgehen. Ah, es wird schon auf sowas kommen. Ist egal, wir müssen jetzt hin. Aha. Was ist das? Kommt ein bisschen Sonne durch. Ich glaube aber nicht, dass das hier gleich aufklärt. Flunschlag. Was ist das denn eigentlich? Boden-Elektro? Das wäre übelst die crazy Kombination. Das ist aber so, ne? Auf Level 25. Eieiei. Was können wir nochmal machen? Wir könnten das einschläfern. Das war's, ne? Vergiften können wir nicht so einfach direkt. Das machen wir einfach mal. Schläfern das Ding ein. Guck mal kurz hier. Flunsch? Liegt.
kann auf jeden Fall jetzt schon mal einen Ball werfen. Superbälle haben wir auch noch. Let's go. Ja, Boden-Elektro. Das wäre verrückt. Dann... ja. Boden-Elektro. Was hat es denn dann für Schwächen oder für Stärken oder whatever? Das ist ja mal super weird. Also auf jeden Fall ist er immun gegen sich selbst. Also Dankboden ist immun gegen Elektro. Elektro hat doch sowieso irgendwie kaum Schwächen. Boden. Und Boden gegen Boden ist neutral. Also Boden ist immer noch eine Schwäche. Hm, okay, dann ist er gar nicht so cool. So. Aber... wow. Flunschlig ist weiblich. Ich weiß nicht, wer von den Followern so weiblich ist. Alle, die weiblich sind, mal einen Daumen hoch in den Kommentaren. Oder so ein weibliches Symbol oder so. Das wäre abgefahren. Also, Leonora, weiß ich, du bist weiblich. Du hast hier schon Pokémon bekommen. Franzi genauso. Zettelfuchs steht hier noch auf der Liste. Und ansonsten wüsste ich nicht, wer noch weiblich ist. Aber... wir haben da jemanden... also, er ist jetzt sehr... also, ich weiß nicht, ob du männlich oder weiblich bist. Ich gehe irgendwie immer davon aus männlich, weil ich davon deutlich mehr Zuschauer habe. Aber Pikachu Kid... du hast gemeint, hey, wenn es schon kein Pikachu wird, ein Elektro-Pokémon wäre geil. Und ich glaube... Elektro-Pokémon gibt es jetzt nicht so viele. Von daher bist du hier richtig. Und ich glaube, in der Nuzlocke ist es unwahrscheinlich, dass noch ein Elektro-Pokémon kommt. Also Pikachu-Kid, willkommen an Bord. Willkommen in der Nuzlocke. Wo geht's denn? Geht's hier unten hin? Nee. Okay. Ist einfach nur irgendeine Bucht. Da will ich kämpfen. Wir können dann halt mal kämpfen, wenn wir leveln müssen oder so. Oh! Das ist ja fresh. Puh. Ja, hi! Was ist los in Floßbrunnen? Flossbrunnen? Floßbrunnen. Floßbrunnen steht auf der Karte. Hm. Großvater spricht in Rätseln. Ah ja. Weiß nicht, ob wir die Viecher irgendwann mal holen. Ja, nicht, ich glaube. Ach, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn wir durch die Pokémon-Liga kommen. Ja, hast du vielleicht noch eine Angel für mich? Das wäre ja mal übelst krank. Oh, du wurdest hier geboren. Crazy. Hallo. Irgendwer muss mir doch hier eine Angel... Schleuder? Wie funktioniert die Attacke denn eigentlich? Je nachdem, was man für ein Item gibt... oder wenn man ein Item gibt, kannst du es schleudern oder was. Und dann macht's Schaden. Wahrscheinlich. Kinder geben mir wahrscheinlich nichts. Die brauche ich nicht anquatschen. Hallo, ich bin hier auf so einer Floßinsel. Hier ist auch so ein Steg, wo man angeln kann. Es muss hier Angeltypen geben. Oh, du siehst wichtig aus. Ahem. Die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Der Vorsitzende bin ich. Ja, sag ich. Sieht man dir an, Digga. Zwar nicht. Aber ich bin sein Bruder. Na okay, immerhin. Ich genieße hier die Ferien mit meinen Pokémon. Ja, das tue ich. Dein Pokémon? Das mag dich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine TM wie diese. Rückkehr, holy shit.
Rückkehr eine mega heftige Normalattacke, wenn dein Pokémon dich sehr mag. Ja. Aber wir haben kein Normal-Pokémon, was irgendwie noch Stab drauf kriegen würde. Das wäre mal übelst crazy. Ich glaube, ich bin mit den Attacken, die wir haben, ziemlich zufrieden. Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal nichts ändern. Aber gut, an sich, wir haben jetzt erstmal rausgefunden, hier regnet es einfach nicht. Hast du vielleicht einen Blubella? Nein. Oh, Corazon. Mega geiles Design. Ich feiere das Vieh. So gut. Ja, also wenn wir... Also hier gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nichts zu holen, oder? Dann können wir nämlich wirklich zurück zum Unwetter. Nach Xeneroville rein. Auf jeden Fall werfen die hier ganz schön mit TMs um sich. Okay. Wer ist Karin-chan? Könnte das lernen. Aber Karin-chan ist gut ausgestattet. Lass uns zurück. Ey, Moment. Noch nicht. Wir holen uns noch einen City-Encounter. Hoffentlich gleich. Hallo? Ja. What? Irokex. Mega das Competitive Pokémon damals gewesen, auf jeden Fall in dieser Edition. Kampf Unlicht. Würde ich behaupten. Und wie ist das? Es will Unlicht kann uns ja gar nichts dann, weil ja. Und auch hier ist, naja, gut, okay, ne, sind Pokémon auf dem Wasser, das ist das Level halt super low. Gucken wir mal, was der Superball macht. Ja, schlaf halt erstmal ein und dann gucken wir, was der Superball macht. Das sollte ja jetzt irgendwie möglich sein. Also wir haben ja auch noch 10.000 Hyperbälle am Start. Ich guck schon mal auf die Liste, was ich hier für einen Namen geben möchte. Was da passt. Ich habe so voll... Warte, oh, es ist schon wieder aufgewacht. Okay. Ich habe viele Namen hier drauf. Von den Leuten habe ich schon länger nichts mehr gehört. Seid ihr noch dabei? Baumalarm! Na, habe ich Yasin, Niklas, Falcon Watcher, Alex Let's Player. Schaut ihr noch zu, Mann, meldet euch mal. Also ich habe mir, glaube ich, einen Namen rausgesucht. Ich habe Bock auf einen Namen. Oh, oder zwei. Geh in den Superball rein, Junge. Der eine passt mehr auf den Kampftyp und der andere passt mehr auf den Unlichttyp. Wie viele? Wir haben noch einen Superball. Okay.
Gut, dann haben wir die jetzt alle verschleudert. Ach so, Mann, habe ich nicht mitbekommen, dass der sich hier immer selber... Oh ja, wir sind verwirrt. Selber aus dem Schlaf holt. Haben wir was verwirren kann? Nee, ne? Doch. Doch, wir haben den Konfu-Streich hier drauf. Dann können wir gucken, ob wir ihn mit Verwirrung ein bisschen runterchippen. Denn da dürfte seine Fähigkeit Expidermis nicht wirken. Ja gut, und wegen des Levelunterschieds konnte ich jetzt ja auch einfach easy reinswitchen, ohne mir da groß Gedanken zu machen. Oh boy. Premier Bälle haben wir auch noch. Er brauche ich jetzt aber nicht werfen, wenn es bei Superbällen schon nicht drin bleibt. Jetzt hat man gerade in der Kamera mein neues Tattoo gesehen. Yeah. Kleiner Fail beim Parkour-Training. War es nur eine Schürfwunde. Das aber war auch... Das war ein Tag, da ich habe mich richtig gut gefühlt. Also ich habe von Anfang an richtig gut abgerissen. Also so Bewegung gemacht, so wo ich meistens lange brauche, um die so perfekt hinzubekommen. Habe ich gepackt. Habe ich zwei Sprünge gemacht, wo ich dachte so, holy shit, die sind mega krank. Also was mich mega Überwindung gekostet hat, das zu machen und so. Also richtig starkes Training. Und dann war ich so gepusht und dachte so, yeah, heute ist voll mein Tag. Und habe mich dann noch an den dritten weiteren Sprung rangepirscht und so ein bisschen geguckt, ob das klappen könnte. Ist so ein Ding, wo man quasi mit den Händen so über so ein Geländer rüber hockt, dann fliegt und dann auf so einer Steinkante ein Stückchen weiter hinter landet. Und dazwischen ist aber so ein Busch oder da drunter. Also man, genau. Und ich konnte halt nicht so richtig... abschätzen so, oder ich hatte das Gefühl, ja, wenn ich bam, so über das Geländer gehe, dann komme ich auch an dieser Kante an. Und ich habe aber, oder mein Hirn hat irgendwie bei der Bewegung entschieden, nee, ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus, sonst stoßen wir hier uns noch irgendwie. Und dann hat die Geschwindigkeit nicht mehr gereicht, um an der Kante anzukommen. Und ich bin halt in diesen Busch versunken. Und ich glaube, wo ich einfach irgendwie so links, rechts gegriffen habe, um mich noch irgendwo festzuhalten, da bin ich halt auch an so einer Kante lang geschürft. Aber, come on. Das ist voll in Ordnung. Ich glaube, ich habe, also zu eurer Beruhigung, ich habe beim Parkour oder so, ich glaube, noch keine Brüche gesehen. Offenes Schienbein, ja. Aber sowas Krankes wie Brüche, noch nicht. So, jetzt bin ich hier gespannt, wie wir das reinkriegen. Wo ist hier? Achso. Wir können ja sogar Öl nehmen, um das Ganze abzukürzen. Alter, dein Name. Der Kölsche Poke-Ninja. Ist einfach irgendwie ein bisschen crazy lang. K. Doch hier drauf. Okay. Oh. Guck mal, wenn, dann können wir es auch richtig machen. Wenn die den Buchstabe hier schon reingepackt haben. So. Der Kölsche Poke-Ninja hier mit am Start. Herzlich willkommen. Dann können wir jetzt hier auch wieder raus. Es zieht sich zu. Die Sättigung. Die Lichtsättigung ist plötzlich gedroppt. Wir haben plötzlich Regen. Und einen Moment.
Also das Schöne ist, dass man den eh schon hört, weil das Spiel ja auch Regengeräusche hat. Wow, was ist hier los? Ist es ein Doppelkampf? Na, okay. Wir können weiter. Wir dürfen passieren. Oh, was? Alter. Ja, okay, das bringt jetzt nichts, ne? Also hier ist auf jeden Fall dieser Himmelsturm. Mit drei Quasar am Start. Das müsste da sein. Aber da ist jetzt ja auch nichts zu holen. Ich glaube nicht, dass wir Rayquaza finden, weil wir erstmal die Story noch weiterspielen müssen. Ja, Himmelsturm steht schon da. Ich wusste gar nicht, dass der ausgeschildert ist. Ich dachte, es wäre eher so ein übelst verstecktes Ding, was man nicht finden soll. Er kommt hier durch die Steine durch. Was steht hier? Okay. Ich bin gerade, bin so... Boah, fuck, ich werde voll nass, Mann, Leute. Voll vergessen. Junge, Junge. Und Dreads trocknen so langsam. Okay. Weiter geht's. Wo find ich Kenerobel? Hallo? Du musst doch hier irgendwo nach oben hoch. Hey! Gerstlinger! What up? Das hier ist die Tiefseehöhle. Ja, wir müssen viel weiter hoch und irgendwie uns links halten. Laut Karte. Bloß gut, dass wir eine Karte haben. Kann ich nämlich nach der surfen. Und wir haben... Oho, hallo. Wir haben echt viele Trainer hier, so die wir zum Trainieren benutzen können. Oh, jetzt. Boah, einen Moment. Ich kann ja unter Wasser gar nichts sehen. So ist besser. Oh. Ah, eigentlich. Wir können andere, die Unterwasser nicht erkunden. Dann hier irgendwie trainieren lassen. Mega Höhle. Puh. Oh. Jetzt muss ich aus dem Ding erstmal rauskommen. Ding. Oh. Ja, Tag. Seltsamer Eingang in eine Stadt, Leute. Ich wollte schon sagen, hä? Kann ich auch einen Encounter fangen? Ja. Ein Feuer-Pokémon. What? Wir haben ja gerade, also was heißt gerade, wir haben vor einer Weile unser Latanektor abgelegt. Richtige Encounter-Party. Diese Folge. Es ist... Oh, es ist Level 35. Hey, nicht nur Level 25. Ich schiele wieder auf unsere Liste. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, was haben wir für ein Geschlecht, wahrscheinlich männlich, männliches Grimmack,
Hallo, willkommen im Team. Du bist ein Girth. Oder Girth X. Ist das jetzt richtig geschrieben? Girth X. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Girth klingt wie ein Dubstep-Interpret oder so. Auf jeden Fall heftige Musik, wo einem heftig warm wird. So wie wenn man im Feuer steht. Hallo? Fahr mal auf. Warum gehe ich in den Supermarkt? Das ergibt keinen Sinn. Hallo? Ist hier irgendwo jemand in der Stadt? Hallo? Hier auch keiner? Tür ist zu. Ja, ich merke. Das ist bestimmt auch eine geschlossene Tür. Kommt keiner mehr raus. Frayn! Da bist du ja! Ich hatte dich schon erwartet. Ja, wahrscheinlich schon seit Stunden. Wir haben uns ein bisschen die Zeit vertrieben in der Welt. So. Die Welt geht unter, muss man sich immer angucken, wie es woanders aussieht. Dieser strömende Regen ist einfach schrecklich. Man könnte fast meinen, er wolle den gesamten Planeten und alles Leben daraufhin fortspülen. Kann dir sagen, keine Sorge. Geh mal rüber nach Floßbrunn. Da ist die Welt voll in Ordnung, Mann. Wir können auch dahin ziehen. Wir müssen jetzt hier gar nicht irgendwie krasse Action mit so einem legendären Pokémon machen und so. Wir können nach Floßbrunn ziehen. Happy Life. Nuzlocke überstanden. Wie wär's, Mann? Komm doch mal eben hier rüber. Und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Na, okay. Oh, du siehst auch aus, als hast du eine Villa irgendwo, wo es sehr sonnig ist. Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass dieser Regen durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das soll der rote Edelstein. Lass durch mich durch in meinen Rucksack gucken. Was ist los mit dir? Du folge mir. Troy ist auch hart, ne? Er steht richtig im strömenden Regen im Anzug. So, was geht ab? Vasili hat wenigstens noch eine Mütze aufgezogen. Bereitet euch mal vor. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Und trotzdem bereitet uns dieser Regen nur Kummer und Sorgen. Ja, ich habe auch nicht Bock, meine Nuzlocke die ganze Zeit so in dieser Kluft zu machen bei dem Regen. Und mit... Wenn hier alles unter Wasser liegt, so, dann kann ich hier nur noch mit der Taucherbrille umherschwimmen. Sehr doof. Wenn sich die Regenwolken über Xenerowell immer weiter ausbreiten, bedecken sie irgendwann ganz Hirn. Wir müssen was unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Ja, okay. Wollt ihr mir vielleicht mal sagen, was wir jetzt genau unternehmen? Warum ich? Warum immer ich? Tag, Adrian. Wir haben dich bereits erwartet. Okay, Adrian, dann gebe ich dem Rotzlöffel jetzt mal dieses Ding, das wir entwickelt haben. Geht klar. Hörst du das, Kleiner? Cordula hat ein Geschenk für dich. Das Ding nennt sich Aqua-Anzug. Los, greif zu. Boah, was soll ich denn jetzt? Okay, cool. Dieser Schutzanzug hat Team Aqua zusammen mit den Eierköpfen. Oh. Meine Stimme! Zusammen mit den Eierköpfen von der Devon Corporation entworfen. Er steckt voller praktischer Überraschungen. Eigentlich hatte ich ja vor, selbst reinzuschlüpfen, um Kyogre gegenüberstehen zu können, aber.
Naja, jetzt gehört er eben dir. Nur noch ein klitzekleiner Hinweis. Der Aqua-Anzug kann ohne Frage eine Menge einstecken. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Ding schlapp macht, bevor du Kyogre überhaupt erreichst. Dieses mächtige Pokémon... Mann! Jetzt hast du mich angesteckt mit deinem Frosch im Hals. Corona, Mann. Dieses mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Höhlenregion, der sogenannten Höhlentiefe. Also, ja, so sieht's leider aus. Die Energie, die durch die Höhle fließt, ist so stark, dass wir unsere Berechnungen genauso gut wieder in die Tonne treten können. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie heftig die Strömungen da drin sein müssen. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge, er trägt schließlich den roten Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten. So ist es also. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Die beiden Greise am Pyroberg haben auch sowas in der Richtung gefaselt. Der blaue Edelstein setzt in Kyogre Kräfte frei und löst die Protomorphose bei ihm aus. Der rote Edelstein hingegen bewirkt, dass seine Kräfte wieder eingedämmt werden. Genau. Die Energie, welche durch die die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Kyogre seine immense Kraft schöpft. Also sollte sich mit dem roten Edelstein logischerweise nicht nur Kyogres Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Strömung im Inneren der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des roten Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um die Höhentiefe zu erreichen. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Okay, noch ein Anzug. Ich dachte, ich könnte meine Klamotten irgendwann mal ablegen. Wer hätte gedacht, dass sich der rote Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Frayne? Sei unbesorgt. Ja, ich will ihn gar nicht haben, den kannst du auch haben. Nimm du den Anzug. Sammle deinem Team-Pokémon und so weiter. Ich bin überzeugt. Uns Bewohnern von Xeneroville ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst also alleine gehen, egal was dich im Inneren auch erwarten mag. Oh, okay. Und wenn aber ein Bewohner von Xeneroville den roten Edelstein hat und den Anzug, darf der dann auch nicht da rein? Wer soll denn die Welt retten? Ja, egal was dich im Inneren auch erwarten mag. Der rote Edelstein liegt in deinen Händen und mit ihm das Schicksal Hoenns. Wir werden unser Bestes geben und alle Mitglieder von Team Aqua mobilisieren. Magma, was habe ich gesagt? Um Menschen und Pokémon zu helfen, die aufgrund dieser Katastrophe in Not geraten sind. Mehr können wir im Augenblick nicht tun. Junger Mann, es tut mir leid, dass ich immer von oben herab mit dir geredet habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, deine solch schwere Bürde auferlegen zu müssen. Aber wir vertrauen alle auf deine Fähigkeiten. Toll. Warum darf jetzt nochmal niemand mit mir da reinkommen? Also wenigstens mal einen Blick reinwerfen, so ein bisschen moralischer Beistand wäre schon ganz cool. Einfach nur, weil es so eine Regel gibt, niemand darf diese Höhle betreten. Außer der Auserwählte mit dem roten Stein. Können wir darauf nicht irgendwie... Können wir nicht einfach mal sagen... Scheiß drauf. Das ist ein 12-jähriges Kind, was wir jetzt da reinschicken. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Ich bitte dich... Rette die Welt und kümmere dich um Kyogre. Maike auch noch. Hallo, der Part wird zu lang, Maike. Zuerst hatte ich nur gehört, dass Xeneroville in Gefahr sei, aber als ich dann plötzlich mein Videonavi eingeschaltet habe, war es plötzlich du in den Nachrichten zu sehen. Da konnte ich einfach nicht tatenlos rumsitzen und bin sofort vor Sorge hergelöst. Was? Aber hä? Wir sind doch Team Aqua und Team Magma. Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da geht wohl gerade etwas vor sich, was meine Vorstellungskraft weit übersteigt, stimmt's? Da frage ich am besten gar nicht erst nach was. Ich werde versuchen, dich zu unterstützen, wo ich kann. In Gedanken bin ich immer bei dir, Frayne. Halt die Ohren steif, in Ordnung? Ja, toll. In Gedanken. Schickt mich allein in irgendeine Höhle voll Wasser, wo ich absaufen kann.
Ja, denn schließlich bist du mein allerbester Freund. Was für ein beschissener Tag. Ich muss in diese Höhle da rein. Niemand kommt mit mir mit, die wollen mich absaufen sehen. Und jetzt friendzoned mich Maike auch noch. Hart. Richtig übel. Okay. Nächste Folge. Geht's da rein in die Höhle, Leute? Mit dem wundertollen Anzug, den ich bekommen habe. Und wir stellen uns, womöglich, Proto-Kyogre. Oh Mann. Ich hoffe, wir sind gewappnet. Ich verzögere den Part nicht weiter, haut einen Daumen raus. Wer das erste Mal dabei ist, meldet euch in den Kommentaren, dass ihr dabei seid. Ne? Und dass ihr ein Abo dagelassen habt, denn dann weiß ich, ihr kommt mit auf die Pokémon-Liste. Bis zur nächsten Folge. Ciao.